Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein XXL Rossmann Haul für dich und wenn du Bock drauf hast zu erfahren, was so Neues bei mir einziehen durfte, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der kleine Mr. Bausch schlawinert irgendwie schon die ganze Zeit um mich drumherum. Es ist ganz verrückt. Das ist unmöglich mit ihm manchmal. Also ich habe bei Rossmann online bestellt. Ich war im Laden einkaufen. Als ich beim Laden einkaufen war, habe ich übrigens 15 Euro gespart, indem ich halt diverse Codes aktiviert habe, in diesem Baby Dream Baby Club drin bin, diese 10% auf alles Geschichte halt verwendet habe. Ne? Ich kann euch nur empfehlen, am besten tatsächlich vor Ort immer shoppen zu gehen bei Rossmann, weil das halt wirklich immer günstiger ist. Und zum anderen halt diese App installiert zu haben, weil ihr damit richtig krasse Rabatte bekommt. Außerdem habe ich von L'Oreal ein Paket zugeschickt bekommen und von Cosmetic for Less. Die Produkte wollte ich euch auch einfach mal zeigen, weil ich finde, das passt jetzt in diesen Haul eigentlich ganz gut mit rein. Und ich habe hier auch immer so Timestamps drin. Also falls euch gerade die jeweilige Kategorie nicht ganz so interessieren sollte oder eben ganz besonders interessiert, könnt ihr da gerade hinhüpfen, wie ihr möchtet. Also ich habe mir eine gewisse Reihenfolge überlegt, falls sie euch nicht zusagt, ändert sie für euch. Ich starte, wie gesagt, mit dem Paket von L'Oreal. Ich war ganz erstaunt, denn ich hatte eine Anfrage bekommen, aber ich habe das jetzt bei vielen auch schon gesehen, dass auch schon zum Beispiel Chiquita's Place, die hat ja auch ein Fullface L'Oreal jetzt letztens online gestellt, dass L'Oreal jetzt halt wirklich auch mehr so auf kleinere Influencer, kleinere Social-Media-Creatorinnen zugegangen ist und da einfach mal eine Kooperation gestartet hat. Also das ist im Prinzip so, dass man sich bei einem Portal eingeloggt hat und da kriegt man dann halt jetzt einfach Punkte, wenn ich über L'Oreal rede, wenn ich zum Beispiel ein Fullface L'Oreal schminke oder wenn ich einen Post mache auf Instagram oder hier halt jetzt hier im Haul, das mit der Vanne und so, ne? Und dadurch kriege ich, glaube ich, dann irgendwelche Produkte dann zugeschickt. Keine Ahnung. Ich gucke mal, wie das so läuft. Ich bin da auf jeden Fall super transparent mit euch. Aus dem Paket wird nicht alles bei mir bleiben. Ein Teil wird dann in Verlosungen einfach reinkommen. Und ich plane dann natürlich, dem nächsten Fullface L'Oreal mit euch mal zusammen zu schminken. Ich zeige euch aber mal, was ich zugeschickt bekommen habe. L'Oreal hat ja sowohl Schminki-Bingi als auch Pflege. Und ich mag ja gerne diese, ne, Pflegegeschichten von L'Oreal. Da habe ich einmal hier Botanicals Fresh Care Rose und Geranie. Hatte ich, glaube ich, sogar schon mal. Farbglanz Shampoo für koloriertes Haar. Das habe ich jetzt nicht. 400 ml sind hier drin. Das, also wie gesagt, einmal hier das Shampoo. Und dann dazu passend 200 ml von der Spülung. Also das wird super schnell leer sein. Ich will aber mal dran schnuppern, weil ich liebe solche Düfte. Ne? Geranie mag ich gerne. Könnte ein bisschen zu penetrant sogar fast schon sein. Und Rose mag ich auch. Ja, schöner, blumiger Duft, das mag ich gerne. Passt jetzt auch in Frühling, also da auf jeden Fall, auch wenn ich kein koloriertes Haar habe, ne, bin ich ja trotzdem blond und da kommt sowas eigentlich immer ganz gut. Heißt, wird ausgetestet, freue ich mich drauf. Und dann kamen noch allerhand Schminke an. Ein paar Sachen habe ich schon und ein paar Sachen werden dann wahrscheinlich eher weniger bei mir bleiben, aber wir gucken einfach mal durch, weil ich habe ja zum Beispiel auch den L'Oreal Adventskalender ausgepackt und so, ne. Einmal habe ich hier einen Liquid Lipstick drin, das ist in der Farbe, wow, Empower 110, genau. Also so ein schöner Nude-Ton, also mag ich wirklich gerne leiden. Ich bin aber eigentlich kein Fan von Liquid Lipsticks. Ich glaube, diesen Lippy habe ich schon, kommt mir sehr bekannt vor. In der Farbe 103, Color Rich Matte, Blush in a Rush. So schaut der Farbton aus. Ich mache die jetzt extra nicht auf, weil ich erstmal durch meine Sammlung natürlich durchforsten möchte. Und das, was ich nicht aufmache, was ich nicht verwende, wird dann verlost werden an euch. Wahrscheinlich sogar in dem Fullface L'Oreal. Dann habe ich hier allerhand an Stiften und so bekommen. Darüber habe ich mich sehr gefreut, denn den habe ich so in der Art schon mal leer gemacht. Und da haben die auch echt auf mich geachtet. Also 104 Chetane ist da die Farbe. Dürfte meiner Augenbrauenfarbe entsprechen. Skinny Definer Brow Artist. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Das habe ich so, also den hier noch nicht verwendet. Ich hatte den zum Anspitzen und den fand ich klasse. Nur zum Ende hin wurde der ein bisschen schwieriger, weil der irgendwie grünlicher wurde. Ne? Anfangs war er das nicht. Dann habe ich hier einen Lip Liner. Den müsste ich aber schon da haben. In der Farbe 125 Maison Marais. Genau. Das ist so ein viereckiger zum Anspitzen. Und dann habe ich einen Eyeliner hier mit dabei. Das ist der Ultra Precision by Superliner in Schwarz. Einfach so ein Dip Eyeliner. Da muss ich gucken, wie ich damit zurechtkomme. Oder ob ich nicht lieber einen nehme,
falls ich einen da habe, aber ich glaube schon, so ein Filz-Eyeliner. Dann, die müsste ich aber hier haben, Lash Paradise Mascara, die ist ja bekannt, ne? Bekannt, cool, mag ich gerne leiden. Das ist so ein Klassiker mit so einem erdnussförmigen Bürstchen. Eine sehr schöne Geschichte. Die war auch, glaube ich, im Adventskalender in so einer Special Edition mit dabei. Dann habe ich hier noch einen Eyeliner, Le Smoky bei Superliner. Den kannst du halt so ausmatschen. Der hat auf der einen Seite so eine Stiftseite und auf der anderen Seite ist das so ein Puffelding. Und mit diesem Puffelding, beziehungsweise mit diesem Schwämmchen-Applikator, kannst du das so ausmatschen und dementsprechend wird das dann schön smoky. Finde ich ganz geil. Eine Mascara habe ich hier auch noch mit dabei. Die Double Extension Ceramid Air und Double Extension Extra Black Geschichte. Mhm. Auch sehr interessant. Dann hast du wahrscheinlich erst einen Primer und dann hast du da die Mascara. Bin ich mal gespannt, wie das dann auf meinen Wimpern so wirkt, weil die Mascara kenne ich noch gar nicht. Und dann habe ich hier noch ein Le Liner Signature. Den habe ich, glaube ich, noch in einer grünen Farbe oder so. Auch das ist so ein Gel-Eyeliner zum Hochdrehen. Und ja, ob man das jetzt als Kajal oder als Eyeliner bezeichnet, ich habe keine Ahnung, warum dieser Mr. Rau so nervös ist. Junger Mann. Dann habe ich hier einen Blush. Ich weiß nicht, ob ich den noch habe. Ich hatte den mal. Melon Dollar Baby Blush in der Farbe 03 Watermelon Addict. Ist natürlich richtig geil, ne? Weil hier Wassermelonen drin sind. Und ich mag ja gerne Wassermelone. Jetzt ist ja auch... Na, noch nicht ganz. So in ein, zwei Monaten ist ja so richtig die Wassermelonenzeit. Da stehe ich ja voll drauf, ne? Voll geil. Und ich glaube, der riecht auch ein bisschen nach Wassermelone. Und last but not least habe ich hier von L'Oreal noch zwei Monolidschatten. Da weiß ich noch nicht so genau. Ich bin ja eigentlich kein Fan von Monolidschatten, aber die sollen halt richtig, richtig geil sein. In der Farbe 17, Don't Stop Me, ist das ein satinierter Oil Eyeshadow. Okay, und dann habe ich hier einen Foil Eyeshadow in der Farbe 37 Extraordinaire. Da kannst du auch schöne Alltagslooks mitmachen, ne? Also eigentlich total geil. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank an L'Oreal, dass ihr mich halt aufgenommen habt. Das hört sich so an, als wäre ich so ein kleines Waisenkind. Ja, dass ich überhaupt in diesem L'Orealista Club mit drin bin. Mit drin sein darf und ja, vielleicht das ein oder andere Produkt mit euch zusammen austesten darf. Finde ich ganz cool. Mache ich ja so oder so. Also ich verwende ja eh immer schon L'Oreal-Produkte, deswegen finde ich, passt sowas immer ganz gut, wenn eine Kooperation eben daraus entsteht, dass man halt schon im Vorfeld die Produkte halt verwendet hat. Wisst ihr, was ich meine? Ist immer ein bisschen cooler. Dann habe ich noch ein Paket zugeschickt gekriegt von Cosmetic for Less, beziehungsweise im Prinzip sind es zwei Produkte und so ein paar Goodies. Ein paar Proben habe ich hier mit drin. Die sammle ich ja immer, die kommen dann immer in eine Probenverlosung. Dann hat die liebe Julia dieses Mal mein Paket gepackt. Vielen Dank, liebe Julia. Hat mich sehr gefreut. Und dann habe ich einmal hier von Eveline Cosmetics mir diese geile neue Lidschattenpalette ausgesucht. Erinnert mich ein bisschen an Huda Beauty, ne? Nieren Lime Look Up nennt die sich. Und guckt euch die mal an, wie die aussieht. Die ist schon intensiv, aber sie schreit wirklich meinen Namen. Ne? Ich würde abstreiten, wenn ich nicht sagen würde, dass ich die gerade richtig geil finde. Ich würde lügen, wenn ich das sagen würde, oder? Was habe ich gerade gesagt? Ihr wisst, was ich meine. Hier sind zwei Schimmertöne mit drin. Und Eveline Cosmetics ist so eine unterschätzte Marke. Die sind so günstig, aber so geil. Die testen wir mal zusammen aus. Drauf. Und worauf ich auch richtig Bock habe, das ist eine neue Palette von Be Perfect Cosmetics, Rain Makeup by Alina. Die Alina kenne ich nicht. Ich weiß nicht, ob das Rain irgendwas mit dieser Sendung, mit der Serie zu tun haben soll. Es ist auf jeden Fall eine Lidschattenpalette hier drin. Und Be Perfect hat eine gute Qualität. Be Perfect ist generell jetzt nicht so super günstig. Oh, das ist eine zum Aufklappen. Die ist jetzt hier noch verschweißt. Na, herzlichen Glückwunsch. Testen wir auf jeden Fall zusammen. Ist auf jeden Fall, wenn wir hier die Farben hinten auch drauf sehen, richtig schön kunterbunt. Also das ist wieder so, ne, voll mein Ding. Mag ich gerne leiden. Oh, die kannst du halt so in der Mitte aufklappen. Eins auch vorbereitet hier, ne. Und ja, bei Cosmetic for Less könnt ihr auch mit dem Code Claudi15 immer auf alles 15% sparen. Das finde ich immer ganz cool. Also falls ihr Bock habt, dort vorbeizuschauen, gönnt euch hart. Und ich habe euch auch mal die Affiliate-Links in die Infobox gepackt, denn ich bin auch ein Affiliate bei Cosmetic for Less. Also nicht durch den Code, sondern eben durch den Link, wenn ihr den verwenden möchtet. Und es gab auch noch ein Täschchen dabei. Oh, ich finde die so cool. Jetzt habe ich schon zwei und die sind echt gut. Die kann man sich toll ins Auto legen, dass wenn man dann einkaufen fährt, weil die eine schöne Größe haben und die sind auch sehr stabil, also auch so für Lebensmitteleinkäufe geeignet. So,
Jetzt trinke ich mir noch einen schnellen Schluck und dann geht die Party ab hier gleich bei dem Rossmannhoher, Leute. Wow. Ich fange, glaube ich, mal bei dem an, was ich nicht unbedingt für mich gekauft habe, sondern für meine Männerse, nämlich für meinen Freund und für Sammy. Für meinen Freund habe ich Nippon mitbestellt. Ich weiß, er mag Nippon sehr, sehr gerne und die waren irgendwie im Angebot, ne? Und immer, wenn ich irgendwie ja shoppen gehe oder halt stöbern gehe, frage ich meinen Freund auch vorher, ob er irgendwas haben möchte. Diesmal habe ich es nicht gemacht. Deswegen habe ich in dieser Hinsicht an ihn gedacht. Das war sogar ein Reim. So, und an den kleinen Mann denke ich natürlich permanent. Und Sammy. Oh, das ist so niedlich. Guck mal, wie er da liegt, ne? Also egal, wo er liegt, er sieht unheimlich niedlich aus. Einmal habe ich 8 saftige Salami, reich an Rind, von Winston mitgenommen. Und ja, ne, die kriegt er halt dann immer mal wieder so zwischendurch. Dann habe ich hier noch mitgenommen einmal die 95% Entenbrust-Entenfilets von Winston. Steht da drauf, mag der gerne. Und hiervon kriegt er jetzt auch direkt ein, weil er so süß guckt. Hähnchenfilets mit 95% Hähnchenbrust. Ne? Ach, das ist einfach ein niedlicher Mr. V. Ich habe ihn sehr, sehr gern. Und er ist manchmal auch total aufmunternd, aufheiternd und, ne? Schaut auf jeden Fall gerne im Pelletier Verlag vorbei, falls ihr Interesse an Sammys Vorgeschichte habt, wie ich sie mir so vorstelle. Da habe ich nämlich ein Buch geschrieben. Ne, Sammy endlich ankommt. Ja, das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte, weil, bitteschön, weil Sammy kommt ja auch aus dem Tierschutz und manchmal hat man so seine Vorstellung, wie, was könnte passiert sein und so, ne. Also wie gesagt, schaut da gerne vorbei, da würdet ihr mich auch sehr unterstützen. Ja, genau. Ja, Männer sind versorgt, sehr gut. Dann lege ich jetzt einfach mal los, wenn wir ja schon weiterhin da sind, dass wir halt nicht unbedingt an uns selber denken. Denken wir an das Baby, denn ich bin schwanger zum aktuellen Zeitpunkt, wo ich das Video drehe, in der 16. Woche. Und wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich in der 17. oder 18. Woche, ne? Weil das, ich drehe solche Hauls auch oft einfach ein bisschen vor, tatsächlich. Ne? Ja, gut, weil ich ja immer sammle. So, gerade auf diese ganzen Babyartikel gab es halt auch immer wieder Rabatte, weil ich ja in diesem Babyclub drin bin, in dieser Babywelt. Und da habe ich mir zuallererst von Baby Dream diese extra sensitive Dusche und Shampoo mitgenommen. Hätte ich gewusst, dass ihr mich zu meinem Geburtstag mit Babyartikeln überhäuft, das ist der Wahnsinn, Leute, was da angekommen ist bei mir zu Hause. Ich habe geheult. Echt, ich habe so viel geheult. Hätte ich im Leben nicht so viel gekauft, aber wer ahnt das denn, ne? Naja, und dann habe ich halt gedacht, ne, also bevor ihr halt mich zugeschickt habt, bevor ihr mich so reich beschenkt habt mit so geilen Sachen, Leute, vielen, vielen Dank. Habe ich halt, durch diese App und so dann halt gesehen, das sind Rabattaktionen. Dann habe ich mir gedacht, gut, das macht halt Sinn, wenn ich im Vorfeld dann vielleicht schon was habe. Und wenn das Baby dann kommt, dass ich mir da halt keine Sorgen machen muss, weil ich bin jetzt nicht so jemand, wenn das Baby da ist, möchte ich jetzt nicht irgendwie krass ständig in Rossmann rennen oder so oder meinen Freund dahin schicken, dann habe ich lieber solche Artikel oder halt was nachher auch kommt noch einfach da und kann da halt drauf zugreifen. Habe ich dann quasi meinen eigenen Rossmann und DM zu Hause, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und ja, weil da möchte ich mich halt wirklich dann auf das Baby konzentrieren und nicht darauf, dass ich ständig durch die Gegend renne und shoppen gehe. Und ja, auf jeden Fall ist das hier halt ohne Mikroplastik und da ist eine Ente drauf. Ist doch total niedlich. Kann man ja nichts zu sagen, ne? Ist bestimmt vollkommen duftneutral oder so, aber Babysachen riechen auch immer ganz besonders. Das riecht nach nichts. Ich habe ja gleich einen Hund auf dem Schoß. Ich habe keine Ahnung, was der hier unten macht. Mausi, das willst du nicht essen. Der leckt es einfach an. Das ist eine Dusche und ein Shampoo fürs Baby. Für das Moped, was da in meinem Bauch hier drin ist. Okay. Ja, das ist jetzt ein heikles Produkt, Leute, ne? Ich sag's euch. Habe ich mir jetzt aber trotzdem gekauft, weil ich habe gehört, dass das sehr gut sein soll für die Geburtsvorbereitung, dass man halt nicht die Angst haben muss, dass bei der Geburt halt etwas reißt, was nicht reißen soll. Von Weleda ist es nämlich, oder Weleda Mama, dieses Dammmassageöl und das erhöht die Elastizität der Haut, ne? Und wenn man damit jetzt halt, genauso wie jetzt ja auch schon den Babybauch im Vorfeld schon so ein bisschen einreift und behandelt und so, hast du halt das Risiko ein bisschen geringer von einem Dammriss, weil sich das dann besser dehnen kann. Ich weiß nicht, ob das Tinnef ist oder ob das wirklich stimmt, aber ganz ehrlich, wenn ich die Möglichkeit habe, gegen sowas anzugehen, anzuwirken, dann mache ich das und massiere mir da einfach jeden Abend den Poppes. Ist wie es ist. Ich weiß auch nicht, wie lange man das dann machen muss. Druff? Keine Ahnung.
Was steht hier? Ab der 34. Schwangerschaftswoche mit einigen Tropfen des Öls regelmäßig den Dammbereich massieren. Ja, easy, okay. Da bin ich ja noch lange nicht. Sammy, du auch nicht, ne? Sammy wird auch nie sein. Da kommt eh nichts mehr bei ihm. Lest das Buch, dann wisst ihr Bescheid, ne? Okay, auf jeden Fall, klack, habe ich mir das bestellt, aber jetzt gut, ab der 34. Woche, das dauert ja wirklich noch ein bisschen. Okay, easy, gut, sonst hätte ich das jetzt schon angefangen, kenne ich ja nichts. Ja, das habe ich euch im DM-Haul auch schon gesagt, ne? Das wurde halt empfohlen, dass man sich halt verschiedene preisklassige Windeln im Angebot in so einer kleinen Packung holt und dann einfach, wenn das Baby da ist, guckt, welche Windelart am besten beim Baby funktioniert, weil da gibt es auch wohl unterschiedliche. Ich wusste das alles nicht, dass Baby so Windelausschlag kriegen können und dass es tatsächlich möglich ist, dass ein Baby eine gewisse Marke nicht verträgt. Frag mich nicht. Also ganz ehrlich, ich habe immer gedacht, das ist wie mit mir und Slip-Einlagen, weil also meine Haut verträgt ja jede Art von Slip-Einlagen, aber nicht jede finde ich einfach bequem, ne? Aber gut, habe ich jetzt auch die hier geholt. Ich werde jetzt aber nicht losrennen und von jeder Marke was holen, ne? Also ich habe, wie gesagt, von der DM-Marke was geholt, von dieser, ich weiß, ist das die grüne Marke von denen gewesen oder so? Ich weiß es nicht. Und dann halt diese Baby-Dream-Viecher. Und dann gucke ich einfach, welche passen. Und wenn da nichts von passt, dann habe ich halt Pech gehabt. Dann muss ich halt nochmal weiter gucken. Aber so habe ich jetzt einfach schon mal was da. Und wie gesagt, die waren halt auch im Angebot, ne? Durch diese Baby-Bla-Geschichte war es halt irgendwie günstiger. Und das hier habe ich gesehen, fand ich praktisch. Und das war dann praktischerweise halt auch noch im Angebot. Das sind Feuchttücher, extra sensitiv. Feini, oh Sammy. Und haben hier oben auch noch so ein Rausziehvieh. Das fand ich auch ganz cool, ne? Da kannst du halt immer wieder dann diese Babytücherpackungen reinpacken. Irgendwie. Und kannst dann hier diese einzelnen Tücher immer rausziehen. Ich fand's cool. Und das kannst ja für alle möglichen, da kannst ja auch die anderen Marken reinpacken. Ne? Und deswegen, Feuchttücher verwende ich so oder so. Oh mein Gott, wie niedlich sind bitte diese Abbildungen da drauf. Oh mein Gott, hier ist ein Igel, der Gitarre spielt. Ich liebe ihn. Okay, auf jeden Fall, das könnte Irmgard sein. Egal, auf jeden Fall, Feuchttücher verwenden wir so oder so. Zum Beispiel für Sammy. Ja, wenn ich mal wieder Sammys Analdrüsen ausdrücken muss. Nom. Ja. Kommt auf jeden Fall bei Hundebesitzern ab und an mal vor. Man sollte es halt nur wirklich vorher mal sich zeigen lassen, damit man auch wirklich weiß, was man da macht und so, halt nichts kaputt machen. Es ist ein super sensibles Thema, das ist uns, glaube ich, allein bei dem Wort schon allen bewusst. Ne? Juti, dann habe ich noch was mitgenommen. Baby Dream, da ist einfach eine Ente, die sich wäscht. Sanfte Reinigung und pflegendes Badevergnügen mit milden Waschsubstanzen. Es ist einfach für ein Babybad. Wir haben zwar keine Badewanne, aber wir werden halt einfach so eine kleine Badewanne uns kaufen oder wünschen oder so. Mal gucken, die ist bestimmt auch irgendwo mal im Angebot oder wir kriegen die halt von Freunden, müssen wir mal schauen. Ne? Das Produkt ist aus 95% recyceltem Plastik, also die Flasche dann wahrscheinlich. Und ich will auch dran riechen. Auch das wird noch nicht viel riechen, ne? Aber es riecht so nach Baby und nach Creme. Oh mein Gott. Oh, oh, das riecht gut. Mag ich gerne leiden. Sam, bald wird unser ganzes Haus nach Baby riechen. Ja, es ist super. Ne? Ach, du willst nur einen Yam haben. Du kriegst auch noch einen Yam. Das ist ein kleiner, verfressener Stinker, ne? Aber er darf alles, er kriegt alles. Gerade in diesem Raum ist er ja eh Prinz und Held und hast er nicht gesehen, ne? Ach, der Sammy. No, no, no. Ja. So. Dann habe ich mir noch geholt, das war halt dann halt auch wirklich rabattiert, ne? Diese Nagelschere mit Schutzkappe soll angeblich auch total wichtig sein. Klar, weil Babys sich kratzen und so, ne? Du darfst ja ganz am Anfang auch gar nicht die Nägel schneiden. Ich glaube, erst ab einer gewissen Zeit und dann, ja, brauchst natürlich auch eine ganz spezielle Schere dafür, damit man da irgendwie nichts kaputt macht. Ja, ich muss halt alle noch lernen, ne? Ihr wisst halt. Und deswegen. Ist ganz cool. Eine Nagelschere kannst du auch wohl gebrauchen. Das fand ich auch praktisch. Und zwar sind das Multifunktionsringe. Da gab es halt auch irgendwie krass Rabatt drauf. Ne? Oh Gott. Als Kinderwagenkette kannst du es verwenden zur Befestigung, wenn du da irgendwelche Sachen dran machen möchtest. Oder als Beißring für die Babys. Wenn die halt Zähnchen bekommen und so. Also ich fand das praktisch, allein von der Idee her. Deswegen habe ich mir das ausgesucht. Man hätte alternativ, glaube ich, irgendein Kuscheltier oder so nehmen können. Aber Kuscheltiere kriegen wir, glaube ich, zu Genüge. So viel zu den Babysachen. Jetzt kommen wir mal zu Fashion.
Fashion ist ja wirklich im weitesten Sinne für mich, ne? Da habe ich einmal so BH-Wäschenetz, dieses Zweier-Set mitgenommen. Ich habe immer solche Wäschenetze da. Das sind jetzt hier, ne, einfach neue. Die sind ein bisschen größer als die, die ich normalerweise hatte. Und die, die ich normalerweise hatte, beziehungsweise noch habe, sind echt mittlerweile ziemlich uppe. Aber dafür sind sie ja da. Die sind dafür da, um die BHs zu schonen, die ich da reinpacke und eben selber dann irgendwann uppe zu sein. Und ja, 2,99 sagst du nichts zu, ne? Und das hier ist natürlich auch ein richtig krasses Fashion-Teil für mich. Ein Schwangerschafts- und Still-BH. Läuft, ne? Albert sexy. Finde ich gruselig von der vom Aussehen her. Wirklich. Aber ich möchte definitiv ja auch stillen. Also dementsprechend werde ich ja so ein Produkt auch brauchen. Und dann habe ich schon mal eins da. Kann ich schon mal anprobieren, inwiefern das alles so passt und so. Und ja, passt sich der Brust an. Da bin ich ja mal gespannt. Gab es da eigentlich Größen? S habe ich mir ausgesucht. Genau, weil hier hinten steht halt auch drauf, welche, ne, man hätte nehmen sollen, wenn man eine gewisse Größe hat und so. Ja, und dann wäre das bei mir halt auch S gewesen. Deswegen passt das schon. Werde ich mal ausprobieren. So, jetzt kommen wir zu Haushaltsprodukten. Da habe ich natürlich auch ein bisschen was geshoppt, muss ja sein, ne? Weil Rossmann ist ja für mich halt auch so ein bisschen nicht nur Drogerie, sondern halt auch irgendwo, ja, kannst du Essen kaufen, kannst du praktische Sachen kaufen. Und da habe ich zuallererst, upsala, das war ganz witzig, denn wenn du dir dieses Spülmittel gekauft hast, hast du dieses Ding für immer mit dabei gekriegt. Fand ich total genial, weil da hast du ja im Prinzip 50% Rabatt, ne? Von Priel, Apfelblüte und Aloe Vera, stark und natürlich, hohe Fettlösekraft, rampampam. Und das ist auch noch irgendwie so 100% recyceltes Plastik und hast du nicht gesehen. Und dann hierzu dann natürlich noch das Nachfüllpack. Ich fand's cool. Also allein, dass sie das so, ne? Und das war auch die letzte Flasche, die dort noch stand. Und da habe ich die natürlich mitgenommen. Nachfüllbar, steht hier auch extra drauf. Ist auf jeden Fall eine coole Nummer gewesen, fand ich. Dann habe ich hier noch einen Rohrreiniger mitgenommen. Ja, ich habe unseren Rohrreiniger jetzt gerade aufgebraucht tatsächlich, weil ich mache jetzt ja jeden Morgen eine Gesichtsmaske, so eine Crememaske. Und die kommt dann bei mir immer in den Abfluss rein und der verstopft natürlich dann dadurch, ne? Musste dir dessen bewusst sein. Und ich habe Rohrreiniger auch schon, diese ganzen biologischen und so ausprobiert. Nee, das hilft leider nicht so gut. Da hilft wirklich nur diese Chemiekeule. Und ja, da kommt halt gut immer was rein. Ungefähr ein Viertel von der Flasche mache ich da ungefähr dann in meinen Abfluss rein. Und dann, ja, ne, lasse ich das einwirken so ein Stündchen. Dann spüle ich das nach. Darfst du nur nicht die Nase drüber halten, weil dann fällt sie um. Aber das ist schon eine gute Geschichte. Backpapierzuschnitte, auch super wichtig. 30 Stück sind hier drin von Rubin. Die brauchen wir immer, ne, und wenn ich dran denke, nehme ich sowas halt im Laden mit. Ist einfach eine praktische Kiste. Wir machen öfters was im Backofen, sei es irgendwelche Gemüsegeschichten von HelloFresh, von den Gerichten halt, oder dass wir uns auch einfach mal TK-Pizza oder Camembert oder sonst irgendwas in den Ofen schieben, ne? Mögen wir halt sehr gerne. Aber heute Abend gibt's Hot Dogs. Mega geil. Dann habe ich von der Ideenwelt diese Anti-Rutschmatten mitgenommen. Das ist eigentlich ja natürlich für einen Haushalt gedacht, ne? 3,99 haben die wohl gekostet, steht hier drauf. Aha. 35 mal 2 Meter, also 35 cm mal 2 Meter. Und ich habe mir gedacht, dass das ganz cool wäre, wenn ich das hier mal in meinen Schreibtischschubladen reinpacken würde oder in die Alex-Kommoden oder so, ne? Weil ich werde ja sehr, sehr bald von hier nach oben umziehen. Und da kann ich dann ja auch über eine etwas andere Schminkaufbewahrung nachdenken und vielleicht das ein oder andere so ein bisschen aufpeppen. Hier haben wir auch wirklich so Noppen drin. Also ich finde das cool. Mir gefällt das richtig, richtig gut. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie sich das so dann integrieren lässt. Dann habe ich noch einen Waschmaschinen-Hygienereiniger mitgenommen. Kalklösend und mit Zitronensäure. Ja, das mache ich dann einfach bei uns in die Waschmaschine mit rein für die Entkalkung. Bioqualität seit 1986. Klar, ne? Also sowas in der Waschmaschine ist natürlich schöner, als wenn du die Chemiekeule reinhaust. Ich versuche immer natürlich, dass ich auch mal solche Bioprodukte oder ökologisch wertvolleren Produkte verwende. Ich, ne, manchmal greife ich dann halt zu den Chemiekeulen, wie zum Beispiel Rohrreiniger oder so, zurück. Aber wo es halt funktioniert, nehme ich gerne sowas. Aber ich muss halt immer schauen, dass es dann auch wirklich funktioniert, weil letztendlich ist es mir wichtig, dass mein Haushalt schon sauber ist, ne? Also das ist eben schon die Sache. Genau.
So viel zu Haushalt, jetzt gehen wir zu Beauty im Allgemeinen. Ne? Da habe ich als allererstes etwas gefunden, was neu war. Von Bilou ist das ein Duschschaum und zwar Lily Love. Und ich mag gerne den Duft von Lilie. Ich mag gerne Duschschäume. Das ist einfach ein tolles Erlebnis. Und da hoffe ich einfach, dass es auch gut riecht. Das kannst du im Laden natürlich nicht wirklich dran riechen. Und das riecht einfach geil. Das riecht cremig, blumig und sowas mag ich ja total gerne. Das ist eine ganz tolle Geschichte, freue ich mich drauf. Das habe ich. Es ist schon ein Beauty-Artikel für 2,99 aus der Ideenwelt. Einen Nasen- und Ohrhaarschneider mitgenommen. Ja, lass mal Tacheles reden. Ganz ehrlich, ich habe Nasenhaare und das nicht zu knapp. Und wenn ich da nicht was gegen unternehme so langsam, dann sieht das echt blöd aus. Ich habe das irgendwie letztens mal versucht mit so einem Augenbrauenrasierer zu machen, habe mich da böse geschnitten in der Nase, war eine ganz doofe Idee und habe dann gesehen, dass es sowas bei Rossmann in der Ideenwelt gibt und habe mir den jetzt mitgenommen. Ich weiß, dass es eigentlich eher ein Produkt ist, was man bei Männern sieht, aber auch Frauen haben Haare im Gesicht und wenn man ungefiltert mit der Kamera ohne diese ganzen Lichter ganz nah auf mein Gesicht zoomt, da sieht man auch Härchen tatsächlich. Also ich rasiere mir natürlich hier bei den Augenbrauen so ein paar Sachen weg, ich rasiere mir auch ab und an mal den Oberlippenbart weg, aber ne, ansonsten im Gesicht, ich habe halt Haare, wir stammen vom Affen ab, ist doch klar. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt einfach mal so einen Nasen- und Ohrenhaarschneider mitgenommen. Meine Ohrenhaare sind jetzt nicht so wirklich präsent, aber meine Nasenhaare, Leute von heute, wird ausprobiert. Mein Freund hätte sowas bestimmt auch gehabt, aber irgendwie, auch irgendwie dumm, ne? Ich hätte ihn auch einfach fragen können, ob er mir sein mal leid, aber irgendwie ist das so eine Hemmschwelle. Warum auch immer, wir kriegen ein Kind zusammen. Was der alle von mir sehen will, wenn das Kind rauskommt, Leute, wow. Egal, Masken habe ich mitgenommen. Nachdem ich dann diese Tortur der Nasenhaarschneiderei über mich ergehen lassen habe, brauche ich ein bisschen Liebe in meinem Gesicht. Nein, keine Ahnung. Es ist gar nicht so leicht, halt wirklich jetzt auch Masken zu finden für mich, die ich von den Inhaltsstoffen her auch wirklich verwenden darf. So lese ich mich wirklich sehr lange durch diese ganzen Masken-Inhaltsstoffe durch. Das ist echt krass. Also ich stehe da immer eine ganze Weile, um halt hinten das Kleingedruckte zu lesen oder halt online. Ne? Da habe ich jetzt einmal die The Beauty Mask Company Crazy Cactus Bubble Mask mitgenommen mit Kaktus und Wasserlilie. Die ist tiefenreinigend und soll einen super Glow geben. Und dieses Tiefenreinigende brauche ich halt. Ihr seht es ja auch in meinem Gesicht wahrscheinlich. Ne? Also ich habe hier schon die ein oder andere Unreinheit. Es kommt jetzt einfach hormonell bedingt. Ne? Und da möchte ich aber trotzdem so ein bisschen Reinigung haben. Und da ist sowas ganz cool. Dann habe ich hier von Garnier Skin Active Vitamin C mitgenommen. Die waren sogar reduziert, glaube ich, irgendwie. Eine 5-Minuten-Maske und die sind super geil. Die mag ich richtig gerne. Anti-Müdigkeit liebe ich. Also die finde ich richtig, richtig geil. 5 Minuten ist so kurz, ne? Aber so eine geile Maske. Sehr dünn, sehr doll getränkt und es fühlt sich einfach schön an. Ich sehe übrigens gerade, dass ich ein Produkt vergessen habe im Haushaltsbereich. Gehört im Groben auch irgendwie zu Beauty mit dazu, weil die Küche soll ja schön sein. Küchentücher von Alouette habe ich mitgenommen. Braucht man halt, ne? Ja, wenn ich koche, achte ich jetzt nicht drauf, dass ich ein super sauberes Kochgedönsen um mich drum zu habe. Ich sehe dann, also das sieht manchmal alles ein bisschen aus wie Sau. Aber es wird halt gekocht, ne? Was willst du machen? Dann habe ich von Lovia ein bisschen was mitgenommen. Zum einen habe ich hier die Pinselseife Zitrone. Ich habe einfach herausgefunden, dass natürlich kann man so feste Duschprodukte, feste Shampoos und so weiter verwenden, um damit die Pinsel zu waschen oder feste Seifen, ne, die man halt so kaufen kann. Aber wenn es wirklich darum geht, so einen richtig krass verschmutzten Foundation-Pinsel sauber zu kriegen oder so, Pinselseife, wirklich. Ne? Und die von Lovia war, glaube ich, sogar im Angebot und dann habe ich die mitgenommen. Jetzt gerade habe ich die Aua von Luisa Creschen in Einsatz, die Crash Cosmetics Seife. Ist auch sehr, sehr gut, aber beim Rossmann habe ich halt jetzt geshoppt und habe ich die mitgenommen. Ja, riecht nach Zitrone, riecht man definitiv. Ne? Die ist jetzt einfach farblos und ja. Die wird dann demnächst verwendet werden. Dann habe ich mir auch nochmal mitgenommen. Ich glaube, das war jetzt auch hart reduziert. Von Lovia Meets Maxime Giacomo. Das sind einfach seine geilen Schwämmchen, ne? Und die finde ich sehr, 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 sehr gut. Und ja, weil meine halt echt mittlerweile Opel sind, die sind auch irgendwie, also wenn die Kanten rund werden und wenn das Ganze sich halt auch irgendwie verfärbt, ist der Zeitpunkt gekommen, wo man sagt, okay, ich hole mir mal neue, ne? Ist mal ganz wichtig. So, und zu guter Letzt habe ich natürlich hier noch ein paar Schminkprodukte stehen. Riva Loves Me hat ja das Sortiment so ein bisschen verändert, sodass die
Produkte, die aus LEs waren, zum Beispiel mit Maxim, die Produkte teilweise ins Standardsortiment aufgenommen haben, die habe ich mir dann natürlich jetzt nicht nochmal nachgekauft, weil ich die ja noch aus der LE quasi habe und aufbrauchen möchte. Genauso aus der Boho Vibes Limited Edition, da habe ich auch so einen Blush und einen Highlighter, dieses Duo, was es ja auch neu gibt und so. Auf jeden Fall habe ich mir aber mitgenommen, dieses Loose Blur Powder, da hat Maxim auch so von geschwärmt, als es damals in der LE drin war. Ich habe es nicht mehr bekommen. Das sind nämlich hier 4 verschiedene Farben. Und wenn man dann das Puder halt rausnimmt und im Deckel sammelt, dann kommen von allen Seiten wohl die verschiedenen Puder zusammen. Und das soll einen richtig schönen Weichzeichner-Effekt bekommen. Einen geilen neuen Nagellack habe ich von Essence tatsächlich gefunden. Da hatte jetzt aber Like a Daisy in Spring, also Sarah Isabel, mir letztens geschrieben, die sind nicht so geil. Muss ich mal gucken. Gel Nail Color, da habe ich mir jetzt ausgesucht die Farbe oder bestellt die Violet Voltage. Ihr seht wahrscheinlich direkt, warum das echt mein Ding ist, ne? Oh mein Gott, sieht das geil aus. Und ich glaube, auf den Füßen sieht das obermäßig geil aus. Dann habe ich noch ein bisschen was von Riva Loves Me, und zwar Liquid Eyeshadow. Die mochte ich ja in der LE von Maxim tatsächlich schon recht gerne. In der Farbe 04 Into the Universe habe ich mir jetzt so ein Blau-Lila mitgenommen. Fand ich einfach interessant. Dann ein Riva Loves Me Color Splash Dip Eyeliner, und das ist in so einem Lila. Wenn der auch so intensiv ist, wie man das so gesehen hat, dann feiere ich das. Mascaren habe ich mir 2 mitgenommen. Die Unbeatable Mascara, die ist ja wohl schon ein bisschen länger im Sortiment, ne? Die hatte ich letztens auch bei Sarah Isabel gesehen und für cool befunden. Habe ich mir jetzt nachgekauft. Und die ist neu. Make them jealous. Mach sie neidisch. Und die soll auch wohl ganz geil sein. Hat so ein gebogenes Bürstchen. Noch ein Produkt von Riva Loves Me, und zwar ein Lippenprodukt habe ich mir mitgenommen. Shine Bomb Lip Gloss. Das ist auch irgendein Dupe zu einem Fenty Gloss, glaube ich, ne? Habe ich jetzt hier in welcher Farbe? Weiß ich nicht. 07 Frozen Watermelon. Oh ja, eine gefrorene Wassermelone feiere ich natürlich auch tierisch. Richtig, richtig geil. Hat auch so blaue Schimmerpigmente drin. Das macht die Zähne noch ein bisschen weißer. Ähnlich wie der, den ich jetzt drauf habe, aber das ist der teuerste Lippengedönsen, den ich überhaupt in meiner Sammlung habe. Ihr habt wahrscheinlich schon das ungeschönte Video gesehen. Ja, da kommt dieser Look her, den muss ich nur noch ein bisschen angleichen, weil er natürlich ja unterschiedlich aussah, ne? Eine Mascara, die ist auch neu, habe ich mitgenommen. Maybelline Sky High. Hier, was ist das? Cosmic Black, genau. Das war irgendwie neu, keine Ahnung. Wollte ich mal ausprobieren, ob die wirklich so geil ist. Also die Sky High ist ja nicht ganz so in meinem Favoritenschema drin, weil man die so schwer abkriegt. Und die eigentlich gar nicht so geil auf den Wimpern ist. Und das letzte Produkt, was ich mitgenommen habe, da war ich sehr froh drüber, dass ich das noch gekriegt habe, weil alle haben davon so geschwärmt und ich habe es irgendwie nicht hingekriegt, mir die LE zu kaufen. Catrice Caviar Gauche, da habe ich mir jetzt auch diese geile Face Palette mitgenommen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und ich glaube, das war die letzte... der letzte Artikel aus dieser Limited Edition, der überhaupt noch in diesem Aufsteller drin war. Highlight, Blush und Bronzer sind hier drin. Ma, endlich habe ich sie und sie schließt. Als ich sie gekauft habe, hat sie nicht richtig geschlossen, weil diese Folie hier drin verrutscht war. Egal. Leute, das war jetzt mein Rossmann-Haul. La, la, la. Atmen, ne? Also, ganz schön viel. Ganz schön geil, ganz schön praktisch, aber auch irgendwie, ne? Vieles werden wir zusammen ausprobieren. Wir machen Full Face L'Oreal, wir werden die Lidschattenpaletten von Cosmetic for Less ausprobieren. Wir werden die neuen Produkte von Riva Loves Me zusammen ausprobieren. Und ihr werdet einiges davon noch im Aufgebraucht-Video finden. Und das war's hier von mir. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!